Moin Leute und willkommen zurück zu Dead Secret. Beim letzten Mal haben wir dieses Kabuff von Josie gefunden und ich habe immer noch diese Theorie, dass Josie, da sie ja das erste Experiment von den Forschungen von Bullard war, also sie war die erste, dessen Unterbewusstsein und Bewusstsein verschmolzen wurden miteinander. Ich habe das Gefühl, sie ist nicht so ganz darauf klargekommen und hat sich vielleicht dadurch so eine kleine, so ein, wie soll ich sagen, Ausbruch aus ihrem grauen Alltag hier gesucht in dieser Dachschräge. Und wenn wir jetzt mal kurz durch das Oculus gucken, also durch die Brille der Maske gucken, dann sehen wir auch diesen Teufel. Meine Theorie ist momentan, dass der Teufel Josie ist. Ob das jetzt ganz der Wahrheit entspricht, also wir sehen ja den Teufel nur in unserem Unterbewusstsein, der ist ja eigentlich nicht da. Deswegen ist diese Theorie ein wenig seltsam. Aber ich habe immer noch so ein bisschen. Also, es kann ja auch sein, dass der Teufel einfach nur unser Gemüt so ein wenig darstellt, ja? Und der Teufel hat hier anscheinend irgendwie, weiß nicht, Klaustrophobie oder so und möchte hier unbedingt raus und sitzt da deswegen so, ah, lass mich hier raus. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Wir werden uns erstmal weiter umschauen und hoffentlich mehr herausfinden. Hier ist ein Auge. Kann man hier vielleicht ein bisschen Guckloch oder so? Es fing doch so schön an. Hallo, Jangles. Ist der Teufel noch da? Ja, ist er. Ehrlich gesagt, ist der Teufel mir momentan meine liebste Person, die ich hier so sehe. Okay, ist ein Buch. Ist das ein. Ich kann es nicht lesen. Doch, kann ich. Dear Diary, I was thinking about that day. I finally got some confirmation about the insurance company, which fills in some blanks. Here's what I want, what I know so far. That went to war in 1940 to the Philippines. We had some minor injury and he had some minor injury and was discharged in 1944. He was the only member of his unit to survive, the rest having died in a submarine. In 1946, his parents' home in Illinois burned down and he turned up to collect the insurance payout. At least somebody did. He didn't have any other family, so it must have been him. But after that, I can't find any traces of him. Then in 1952, the name Harris Bullard turns up in the footnotes of a research paper from Oakley College. Ist es Dad? Das habe ich mir eben schon gedacht. Was heißt eben? Also vor drei, vier Parts, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht ihr Vater ist. Weil ich meine, sie hat sich dann hier als Assistentin beworben. Hat ihren Vater von Anfang an gesucht. Das lag relativ nahe, muss man sagen. If so, what was he doing in the years after the war? Maybe he went abroad? There are some inconsistencies. Dad studied physics, not neuroscience, and Dr. Harris Bullard of Oakley College seems to have a chemistry background. There couldn't have been two Harris Bullards at the U of C in the 1930s, could there? The scariest thing for me is that Dr. Bullard looks nothing like the one photo I have of my father. In the photo, his face looks different, and he's not so tall and skinny. Of course, he would have been younger as the photo was taken before I was born, but maybe it's not that in the photo at all. Ich habe gerade wieder ein bisschen Gänsehaut, weil ich habe gerade die Theorie, dass der Bullard es irgendwie geschafft hat, Zeit zu manipulieren oder so. Ich weiß es nicht. Und vielleicht deswegen so aussieht, wie er jetzt aussieht. Ich meine, er hat ja schon eine Apparatur entdeckt, mit der man zum einen die Mondphasen irgendwie genau. Ich weiß nicht genau, ob man sie jetzt auch wirklich manipulieren kann, aber so klang das zumindest für mich. Oder zumindest konnte er sie jetzt ganz exakt bestimmen. Und dazu hat er jetzt auch noch so eine Maske entdeckt, mit der er ja das Unterbewusstsein und das Bewusstsein miteinander verschmelzen könnte. Ich traue dem Mann viel zu, sage ich mal so. Also ich würde die Theorie, dass das der Vater ist, jetzt noch nicht so direkt verwerfen. Lesen wir mal weiter. I changed my major to neuroscience and moved out here with one purpose, to figure out if Dr. Harris Bullard of Gov oder Gov KS is the man who promised to marry Mama in 1939. It's been 2 years and I'm still not sure. I don't have the guts to ask him. What if I'm wrong? What will that make me?
Okay, sie hat große Zweifel, ob das wirklich der Vater ist. Habe ich mir schon gedacht, dass es möglicherweise der Vater sein könnte. Aber ob sich das wirklich bestätigt, ist natürlich die Frage. Kann man das lesen, was hier steht? Moment. Edgar Allan Poe, okay, Horrorliteratur. Was ist da? Comedy. Irgendwas mit Comedy, mehr kann ich leider nicht lesen. Sie hat sich hier auch Kerzen aufgestellt. Das scheint wirklich ihr Rückzugsort gewesen zu sein. Und wenn der Bullard von diesem Ort wusste, dann kann es auch sein, dass er das Tagebuch gelesen hat. Weil das wird ja hier wahrscheinlich einfach so gelegen haben. Ich weiß es nicht. Dear Diary, got a letter from the Herreras today. They are good parents, even if they aren't my real parents. They sent the letter to me at Dr. Bullard's address, which means they know I'm living here. I wonder if they are worried. The whole town seems to have decided that the only reason I'd stay here is that I'm sleeping with him. Ja, Bettgeflüster, wie man so schön sagt. I don't care what the small-minded bumplins around here think, but I hope the Herreras aren't worried. Maybe soon I can tell them what I'm really up to. Also, Bobby Sawyer gave me another draft of his novel. It's really weird, but I think it's pretty good. I've been typing up his manuscripts on Dr. Bullard's typewriter. I'm fixing mistakes and making little edits as I go. When he's done, he's going to submit the typed version to Amazing Stories or Worlds of Tomorrow. Ich schätze mal, es sind Verlage. I hope they publish it. I don't know if magazines will even look at work by a black author. Ach, wir sind momentan anscheinend entweder in den Südstaaten oder in den. Ja, es ist schon ein wenig ja, vor meiner Zeit, sagen wir mal so, irgendwie in den 70ern, 80, 60ern. Mit Ku Klux Klan haben wir auch schon was gelesen, also in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen von der Zeit her. Wann war denn das nochmal? Das war ja irgendwie 60er, 70er Jahre, ne? Ich glaube schon. Aber generell sowieso Abneigung oder generell Rassismus ist ja sowieso immer noch ein Problem, dementsprechend. Ich weiß nicht. I told him to use a pen name. Tomorrow we run the first live test of the Lunar Dream Apparatus. Dr. Bullard doesn't think it's going to work the first time. I hope it does. I volunteered to be the first test subject. Maybe after the fragment I'll be able to understand what happened to Dad. Okay, sie möchte praktisch. Ah, ich verstehe. Sie möchte praktisch diesen Lunar Dream Apparatus nutzen, um ihr Unterbewusstsein weiter anzuregen und vielleicht dadurch eben verstehen zu können, weswegen oder was mit ihrem Vater los ist. Und ich hab ein wenig Schiss, mich umzudrehen, ehrlich gesagt. Was haben wir da? Ist eine Batterie. Ah, ich brauche zwei. Das ist schon mal gut. Okay, wir haben jetzt ihren geheimen Raum entdeckt. Der Teufel ist weg. Ich will mich nicht umdrehen. Okay. Machen wir mal wieder zu, ne? Soll ja keiner merken, dass wir hier waren. Hier ist leider keine Batterie mehr, oder? Nee, schade. Ist der Kollege noch da? Alter! Ich habe nichts geklickt und sie ist wieder zurückgegangen. Okay. Wo ist denn der Teufel? Ist weg. Gehen wir mal wieder zurück zu Jingles, dem alten Mondaffen. Ich sehe übrigens momentan gar nichts. Also ich sehe nur schwarz. Wahrscheinlich seht ihr noch viel weniger als ich. Ich sehe immerhin unten rechts so ein bisschen was Staubartiges. Auch so überhaupt nichts. Ich habe ziemlich Schiss gerade, ehrlich gesagt. Okay, niemand da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, wir haben natürlich jetzt eine Batterie. Aber wie sie schon sagte, wir brauchen zwei Stück davon. Und ich frage mich ein wenig, wo bekomme ich die zweite her? Die brauchen wir, müssen wir auch noch aufmachen. Wir brauchen auch noch eine Flasche. Also wir brauchen auch relativ viel Sachen, muss man sagen. Habe ich da drüben schon nachgeguckt? Nichts im Spiegel. Ich habe hier, glaube ich, noch gar nicht nachgeschaut, ne? In dem. Aha! Ah, ich habe etwas gefunden.
Bobby, here's the latest chapter all typed up. I think this story is becoming very interesting and I'm sure you can get it published. I hope you don't mind, but I made a few edits and inserted a few details here and there. I'm looking forward to your next chapter. Joe. Crystal Cave by Bobby Sawyer, Chapter 3. The man had been dead for hours when they found him. He had crawled halfway up Sarah Johnson's porch steps before coming to rest just outside the door, his feet dangling off the edge like spaghetti that somebody had cooked too long. Old Sarah just about kneeled over when she saw him. The man was inked. Weird lines crisscrossed every inch of his skin, like Indian war paint. Even his eyelids were marked. The tattoos made him look like some African shaman out of National Geographic. Except that he was white and was wearing work overalls two sizes too big. Jimmy, the only cop on duty at 6 in the morning, thought maybe the man had escaped from a chain gang. Jimmy was never the sharpest tool in the shed. Detective Henderson, though, he's as smart as a whip. He had photos taken of the body, all naked and everything. He put the pictures up on his wall at the little station in the middle of town and started moving them around, turning them this way and that, until the tattoo edges started to line up. Took him 3 days, but he put it together just like a jigsaw puzzle, until the thick lines all connected up to the thin lines and the overall shape became clear. Would you believe it? It was a map. When the coroner cut the man open, he found his insides were all twisted into the same map. And when they sawed into the man's bone, they found the map there too, etched in the narrow like rings on a tree stump. Well, that's how we first found our way to the cave. Der ist ziemlich gut, muss man sagen. Also Edgar Allan Poe-Style, wie man so schön sagt. Da ist leider nichts mehr drin, schade. Hatte gehofft, dass hier vielleicht noch irgendwo eine Batterie zu finden ist. Leider nicht. Okay. Immer noch nichts. Sehr schön. Okay. Der Mann ist noch da. Ist Jangles denn noch da? Jangles, du alte Sau. Hä, was ist dein Problem? Ich hab dir noch nichts getan. Bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn schon gesehen habe, dass ich ihn nicht hier gesehen habe, als ich das erste Mal hier reingekommen bin. Irgendjemand muss ihn hier aufgestellt haben. Vielleicht der Woodcutter. Oh, dieser blöde Jangles, ey. Dieser blöde Jangles. Ich brauche immer noch Batterien. Ich frage mich echt, wo ich die herbekommen soll. Weil ich habe jetzt eigentlich alle meine Optionen ausgespielt, aber vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Kann natürlich auch sein. Gehen wir mal wieder runter. Vielleicht finden wir jetzt irgendwas. Vielleicht wurde da unten irgendwas verändert. Vielleicht wurde einfach eine Batterie auf den Küchentisch gelegt oder so. Kann ja sein. Macht doch jeder Woodcutter mal hin und wieder. Schauen wir mal kurz hier drüben hin. Ich habe jetzt so Angst vor jedem einzelnen Spiegel einfach. Hier war ja nichts mehr, ne? Nee. Schade. Oh, habe ich mich gerade erschrocken vor den Schubladen. Habe ich hier irgendwo eine Batterie übersehen? Ich weiß es nicht. Es kann gut sein. Leer, leer. Alles leer. Hier drüben vielleicht? Nee. Irgendwas muss ich übersehen haben. Der Plattenspieler, ja, den kennen wir. Ich meine, das ist mir schon klar. Wir müssen jetzt einfach nur die zweite Batterie finden und nach unten gehen. Das ist ja offensichtlich. Da liegt noch eine Seite. Die habe ich vielleicht übersehen beim letzten Mal. H. Bullard's Daily Log, January 8, 1956.
As I sat idly by the window today, watching the snow slowly cover the fields, I remembered the story of the Snow Woman. I first encountered it in a thin volume of Japanese folk tales that somebody loaned me at the base in Yokohama. And a decade later, it is the only story from that collection that I can recall. The Snow Woman is a fascinating character. She's a monster, a murderer, a force of nature. Yet she's a human quality. She has human qualities as well. Having fallen in love with a young man, she spares his life in order that she may appear to him later in another form and marry him. By telling her of his father's death, the man breaks a contract. But it's not just a contract between the man and the Snow Woman. It's a contract between the universe itself. It is what binds her to the mortal plane, allowing her to live as a human with the man she loves. By breaking his promise, he has destroyed her life. She is so no longer able to remain with him or with her family, even if she should want to. It is no wonder she's angry. Da ist er wieder. Gute alte Gänsehaut. Ich weiß nicht warum. Irgendwie diese Snow Woman-Geschichte, die geht mir sowas von aufs Gemüt. Die Igel sind immer noch da. Das ist so eklig. Es ist so ranzig einfach nur. Okay, irgendwo muss ich doch eine Batterie übersehen haben. Geh noch weiter rüber. Hier unten kann ich nichts öffnen. Schade. Irgendwo muss eine Batterie sein. Vielleicht hier? Eine Seite. Noch mehr zu lesen. Harris Bullard, I'm woodcutter, you have 5 days, I am coming. Okay. Wahrscheinlich hat er wirklich nur noch 5 Tage. Jemand hat hier ja wirklich in einer großen Eile die ganzen Sachen zusammengepackt. Die sind fertig, sind abgabefertig, wenn man so möchte. Okay. Das Wasser fließt, das ist gut. Das ist eine schöne Sache. Kann ich vielleicht dich da hinstellen? Aha! Das Eis hat ja den Kaffee freigeschmolzen. Okay. Brauchen wir doch gar nicht den Herd. Was ist da drin? Sieht aus wie ein blankes Stück Papier. Ist da irgendwas Besonderes dran? Okay, wahrscheinlich Geheimschrift, wie man so schön sagt. Mehr nicht. Mehr ist da nicht drin. Okay, wir haben jetzt ein blankes Stück Papier. Wir haben eine Batterie. Okay. Also Zitronensäure oder sowas. Damit kann man das ja immer ganz gut sichtbar machen. Aber wir brauchen momentan ja immer noch eine Batterie. Das ist ja momentan der einzige Punkt, warum ich hier noch rumlaufe. Ich meine, hier drüben wäre eine Batterie drin gewesen. In dem Lunar Dream Apparatus. Aber da sind wir irgendwie nicht angekommen. Falls ich mich da recht entsinne. Schau mal kurz. Da ist eine Batterie drin auf jeden Fall. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Aber wie kann ich das aufmachen? Ich habe auf jeden Fall nur 3 Bottles momentan. Ich brauche noch eine weitere Flasche. Irgendwo muss noch eine Flasche sein, die ich übersehen habe. Und da ist noch eine Notiz, die ich übersehen habe. Noch mehr zu lesen natürlich. Habe ich kein Problem mit. Chapter 4, The Subconscious Mind. The human brain is, at some level, not unlike the pot that produces my coffee every morning. The water I pour into it is infused with the qualities of the roasted bean. The grounds themselves do not pass through the filter, but the liquid that collects it in the carafe is no longer simply water. It has been permanently altered. Every part of my body is a sensitive instrument. My skin, my eyes, my muscles, my tongue. If I am a coffee pot, this stream of physiological information is the water and my conscious mind is the coffee in the carafe.
And the sieve, the filter that makes the drink palatable, is the subconscious mind. Okay, er vergleicht sich selbst mit Kaffee, das ist, ja, ist okay, kann man machen. Aber irgendwo muss doch jetzt noch die letzte Flasche sein. Hier haben wir bestimmt schon alles, hier wird schon alles weg sein, da bin ich mir sicher. Da habe ich ja schon mehr als genug mich umgeschaut. Ha, wo ist die letzte Flasche, ist die Frage. Ich schaue mich nochmal schön um. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ich überlege auch gerade, wo ich die ganzen Flaschen gefunden habe, denn dementsprechend ist es natürlich nur Ausschlussverfahren, wo dann die letzte Flasche sein wird. Ich meine, hier hätten wir aber schon eine gefunden irgendwo. Mit irgendeinem Schrank oder so war bestimmt eine. Bin ich mir relativ sicher. Oder war die hier nicht sogar in dem Regal? Ich glaube schon. Also hier haben wir die, glaube ich, schon. In diesem Zimmer. Und hier, ja, gibt es ja nicht wirklich viel Auswahl. Ich glaube, wir haben aber hier sogar... Hier war, glaube ich, die nächste Flasche drin. Hier? Hatten wir hier eine Flasche? Ich glaube nicht. Aber hier habe ich eigentlich auch alles schon wieder durchsucht. Ich schaue mal hier drüben, vielleicht in den Regalen. Ah ja, da war die Linse drin, genau. Da ist die gute Snow Woman, die haben wir auch schon gesehen. Hier habe ich auch schon alles durchsucht. Ich habe eigentlich hier in dem Zimmer wirklich alles auf den Kopf gestellt. Also da muss ich mir, glaube ich, keine Gedanken machen, dass da irgendwas sein könnte, was ich vergessen hätte. Hier habe ich auch schon alles nachgeschaut, ja. Ich habe echt bei diesem Spiel so eine pure, durchgängige Gänsehaut. Das ist echt unglaublich einfach nur. Und immer, wenn man diese Treppe hochgeht, dann klackt es an einem Punkt immer. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, das wäre es dann für heute gewesen. Denn ich werde mich dann ein wenig umschauen, vielleicht mal ein bisschen nachlesen, wo es die Batterie gibt oder die Flasche. Wahrscheinlich brauchen wir ja die Flasche, schätze ich mal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer, bye bye. Tschüss.